Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein kleines kurzes, aber es kommt nachher noch eins, und zwar über ein Messer oder vielmehr über zwei Messer. Ich denke mal so gegen 19 Uhr. So, also der Onkel Arthur, Waldmeister Bremen, war für euch mal wieder einkaufen, hat sein Geld vielleicht sogar aus dem Fenster geworfen. Huch, Spoiler, obwohl ihr habt es ja schon gesehen. Vielleicht kennt ihr die, ja, Crofton, keine Ahnung, ist so eine, ja, eine Marke, die gern bei Aldi vertickt wird. Ja, und die haben mal wieder pünktlich zu der Grillsaison mal wieder in die Vollen gepackt und euch was lecker organisiert. Und das Blick sieht da ziemlich cool aus. Super lecker Lackjoll-Besteck. Nicht direkt ausgewiesen als Gabel, aber als Lackjoll-Gabel. Das muss man dazu wissen. Der Begriff Lackjoll. Ihr könnt auch Lajoll sagen, ihr könnt auch, wie hat das, oh wei, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Der hat mal ein ganz gutes Video gedreht über Lackjoll-Messer. Und er sagte dann in dem Video, Lajoul. Falsch gut. Zeigt die hochgradige, das hochgradige Allgemeinwissen des Burschen. Also, der Begriff Lagiol ist nicht geschützt. Deshalb kann jeder Hinz und Kunst drauf drucken, hier weiß ich, der macht dann Kaka auf den Wald, schreibt drauf Lagiol Kaka. Kann keiner was machen. Also, und ich sehe also letzte Woche schon mit Frau Brehm Lagiol Besteck bei Aldi. Sagt sie, das wird wieder diese tolle Qualität sein. Ich sage, mit Sicherheit. Jetzt hat man aber auch nur diese bunten gesehen mit ABS. Und heute war ich schon einkaufen. Nach der Arbeit fahre ich ja immer irgendwie vorbei. Und entdecke also, ich denke, Lagiol Gabel mit Holz. Mit Holz. Mit Holzgriffbeschalung. Er kann ja nicht sehen, Mann. Es sind 6 Stück und die kosten 6 €. Er kann ja nicht sehen. Nee, das ABS-Plastik. Was ist da drauf gedruckt oder gestanzt, gestampft, gedampft, was auch immer. Steht drauf. Griff aus ABS. Kunststoff und Edelstahl. Edelstahl, Materialstärke 1,8 mm. Niemals in der Spüle reinigen. Vor erstem Gebrauch spülen. Importiert durch Forts SAS. SAS, ich glaube, so was ähnliches wie eine GmbH. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Aus der 9. Rue Papin in 59650 Villeneuve d'Ascq, France. Oh la la, mon Dieu. Französisch Gabel aus Frankreich. Importiert, nein, made in China. Mit Sicherheit. Mich hat es gewundert, dass es nicht da drauf gestanzt war. Wenn man, ich empfehle ganz dringend, wer sich für Lagiol oder französische Sachen allgemein, also Messer und Kitchen Cutlery oder Tisch Cutlery oder wie auch immer, also Steck und sowas, interessiert, passionfrance.de, alles zusammengeschrieben. Wolfgang Lanthelme, gibt kaum einen in Deutschland, der mehr Ahnung hat. Ja. Brandners Homestyle. Originallagiol.de. Mr. Lagiol hier auf YouTube. Der Justin hat die edelsten Lagiol-Taschenmesser, die man sich vorstellen kann. Und halt noch Messerkontor. Ja, das sind so die Anlaufstellen, die ich euch empfehlen könnte, wenn es um Lagiol geht, um Lagiol Besteck, französische Taschenmesser im Allgemeinen sowieso. Jetzt kommen wir zu dem hier. Also zuerst habe ich gedacht, so, das ist ja vielleicht doch echtes Holz. Ja? Habe dann natürlich einmal umgedreht. Ja? Muss dann gucken, so
Nee. Denn die sind ja clever. Ja, man sieht die so in der Box präsentiert. Jetzt guckt man mal bitte auf die Maserung von dem Holzderivat. Das sieht ungleichmäßig aus. Das heißt, oh, das könnte ja aus Holz sein. Ist es nicht. Das ist ABS-Kunststoff und heißt aber nicht, dass das schlecht wäre. So. Edelstahl. Was ist Edelstahl? 3CR13, 5CR15, 5CR13, 8CR13. Glaubt ihr, für 6 Euro kriegt ihr ein 6er Besteck mit ABS-Plastik Griffschalen? Das wird irgendein 3CR13, wenn ihr Glück habt. Verarbeitungsqualität, scharfkantig hier. Ich zeig das mal. Mit der Gabel. Ja, Survival-Gabel. Also wir haben eine Survival-Gabel. Ja, macht das bitte nicht zu Hause, Kinder. Das könnte Ärger mit Mutti geben. Wir haben hier Überstände, Spaltmaße, wenn man sich das mal, ich weiß nicht, ob man das genauso sehen kann, immer da, wo die Pins sind, du denkst, ach, das ist ja noch gepinnte Konstruktion. Pins setzen kann heute nicht mehr jeder, das ist eine Kunst, würde ich sagen, mittlerweile eine Kunst, eine aussterbende. Ja? Dann sehen wir hier, guck mal genau hin, jedes Mal 1, 2, 3. Jedes Mal, die sind ja auch noch in einer Flucht praktisch, sieht man neben dem Pin einen Striemen. Mal gucken, wo sehe ich den hier? Ich werde alt. Könnt ihr die sehen? Das ist also maschinell drauf gesetzt, wahrscheinlich einmal kurz erhitzt und dann gestanzt, abgeknipst. Da ist also nichts wirklich genietet, da ist eine Niete reingefummelt, getäuscht worden. Also scharfkantig, machen wir den Mundtest. So. Ganz okay. Kein Fremdgeschmack. Ich sag mal, wenn du die für 6 Euro kaufst, so 6 Stück für 6 Euro, denkst du, Schnäpperchen, die sehen ja noch nicht mal hässlich aus, wenn du die so siehst. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Zeug auskennt, würde man wahrscheinlich nicht hingehen und das Leuten vorsetzen, die sich auch damit auskennen. Ja? Also das ist made in China. Ich sag mal, als Gabel. Okay. Lagiolgabel? No. Weißt also jetzt nicht, ihr sollt zum Aldi rennen und sollt die kaufen. Tja. Bewertung gibt es dafür keine. Ist nämlich halt nicht original in Frankreich gefertigt. Aber original in Frankreich importiert. So. Gegen 7 Uhr kommt das Video, das Saki Survival Messer gegen das Waldläufermesser vom Lasse Böckmann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis dahin. Übrigens, davon gibt es auch noch Stickmesser mit einer vorzüglichen mit vorzüglichen Serrations. Hammer, was die da produzieren. Das ist der Wahnsinn. Da geht in, da wird in China wird das rubbel die Katz. So, wünsche euch was. Bis nachher. Tschö.